Mein Name ist Hans-Ulrich Buhl. Ich habe in den letzten 20 Jahren das Kernkompetenzzentrum Finanz- und Informationsmanagement, kurz FIM, aufgebaut. Das Fraunhofer FIT, an dem ich als Professor einer der wissenschaftlichen Leiter bin, hat eine fast 40-jährige Tradition in der menschengerechten Gestaltung intelligenter Systemlösungen, mit denen ein Beitrag zur Lösung wichtiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Probleme geleistet werden soll. Innerhalb der Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer FIT gibt es einen großen Bereich, der nennt sich Energie- und Quartiersforschung. In Quartieren spielt ja dieses Thema Energieeffizienz, Klimaschutz auf unserem Weg zur Klimaneutralität eine sehr, sehr große Rolle. In der Vergangenheit war es oft schwierig, solche erst langfristig wirtschaftlichen Investitionen tatsächlich wirtschaftlich darzustellen. Und das ist jetzt, sag mal, aus zwei Gründen zurzeit anders. Ja? Der erste Grund ist, dass wir mit der Niedrigzinsphase, die ja schon einige Zeit hinter uns liegt und die auch einige Jahre noch anhalten wird, sehr viel günstiger Investitionen finanzieren können. Der zweite Grund ist, dass es derzeit erhebliche Förderungen der öffentlichen Hand gibt. Ja? Natürlich insbesondere in so einem Vorzeigeprojekt wie hier in Überlingen, aber auch generell in der Breite über die KfW und die BAFA beispielsweise. Und diese Förderungen machen natürlich diese Investitionen auch attraktiver. Und der dritte Grund ist, dass heute absehbar ist, durch die sehr, sehr stark steigende CO2-Bepreisung, von der man zur Erreichung der Klimaziele auch absehen kann, dass es so weitergehen wird, dass sozusagen der Vorteil von Quartieren, die energieeffizient und klimaneutral sind gegenüber konventionellen Quartieren, permanent erheblich zunehmen wird. Diese drei Gründe zusammen heißen, wir haben eine Traumkonstellation für genau das, was wir hier in Überlingen zeigen und was bundesweit nachgeahmt werden sollte. In der Tat ist oft die Befürchtung, dass die steigende Bauqualität ja auch zu steigenden Kaltmieten führt und dass sozusagen dann diese Mehrmiete, die Mieter bezahlen müssen, nicht kompensiert wird durch die Einsparungen, die man auf der Energieseite bei den Nebenkosten hat. Ja, da ist es wichtig, dass man sozusagen die Investitionen so auf den Zeitraum verteilt, dass das warmmietenneutral oder nahezu warmmietenneutral möglich ist, sodass auch kurzfristig Mieter keine Nachteile haben. Also in der Tat haben wir in den letzten 10 Jahren viele Projekte in dem Bereich gemacht und es ist auch einer unserer schnell wachsenden Bereiche, ja, sodass wir da in der Tat viele Erfahrungen gemacht haben, auch derzeit noch viele Erfahrungen machen und das auch für künftige Projekte dann nutzen werden. Ne? Die Trends habe ich im Prinzip in den bisherigen Ausführungen schon deutlich gemacht. Ne? Themen Datenanalyse spielen eine Rolle, Thema schnelle Feedbackzyklen, ja, schnelles Lernen spielt eine Rolle, bessere Kooperation spielt eine große Rolle und das sind letztendlich sozusagen die Haupttrends, ja, die ich erkennen kann. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, die jetzt politisch auf allen Ebenen vereinbart sind, dann ist völlig klar, dass das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft auch in Quartieren eine riesige Rolle spielt. Also um das plakativ zu sagen, wenn wir die Fassade toll dämmen, dreifach verglaste Fenster einbauen und der Bewohner kippt das Fenster über der laufenden Heizung, dann hat alles andere nichts gebracht. Das heißt, der Mieter als Nutzer oder allgemein der Bewohner einer Wohnung ist ein wichtiger Baustein von dem Gesamtkonzept, ja? Nicht alleine, aber in Kombination mit den anderen Maßnahmen. Und deshalb ist es wichtig, eben nicht nur technisch, ja, baulich, IT-mäßig zu investieren, sondern auch in die Beeinflussung des Nutzerverhaltens. Ja. Und genau an dieser Stelle spielt die App eine große Rolle, ja, wo es Spaß machen muss, sich energiebewusst zu verhalten. Stadtquartier 2050 ist ein Leuchtturmprojekt, welches wir ja 2017 in dem Konsortium gewonnen haben und ist das Vorbild für weitere Projekte, die wir schon heute parallel machen. Ja, also zu der App ist Folgendes interessant zu sehen. Wir haben sehr viel Aufmerksamkeit in solchen Wohnquartieren bekommen, ja, die sich für diese App interessieren, aber interessanterweise nicht nur in Wohnquartieren. Beispielsweise, wenn Sie jetzt in den Arbeitsbereich denken, ja,
dann erkennen ja Unternehmen, dass interessante Mitarbeiter wollen ja stolz auf ihr Unternehmen sein und wollen auch stolz darauf sein, dass ihr Unternehmen nicht ein Problem bei der Bewältigung der Klimakatastrophe ist, sondern ein Lösungsbaustein und eine gute CO2-Entwicklung hat. Ja? Deshalb ist es interessanterweise so, dass sie lieber zu einem Unternehmen gehen, ja, das da entsprechend Vorbild ist und dass sie auch selbst einen Beitrag leisten wollen. Und das heißt andersrum, die Unternehmen oder die entsprechenden Quartiersbetreiber, ja, haben ein Interesse dran, ja, um gute Mitarbeiter zu gewinnen, genau solche Apps zur Verfügung zu stellen. Insofern ist interessant, dass eben nicht nur bei Wohninvestoren oder industriellen Investoren, sondern auch bei kommunalen Investoren ein großes Interesse für solche Apps besteht. Tatsächlich ist es so, dass auf der einen Seite natürlich jeder politische Beschluss die Rahmenbedingungen ändert, und denen wir arbeiten. Ja? Andererseits ist unser Ziel jetzt nicht nur, dass wir eben unter den gegebenen derzeitigen Rahmenbedingungen unsere Projekte machen, sondern dass wir die Rahmenbedingungen auch mitgestalten. Deshalb machen wir drei Typen von Projekten. Ja? Der erste Typ von Projekt geht dahin, dass man untersucht, unter welchen idealen Voraussetzungen, wenn die Politik sinnvolle Beschlüsse fassen würde in puncto regulatorische, gesetzgeberische Maßnahmen, ja, und entsprechende Förderungen, wie schnell man dann bei Quartieren in Richtung Klimaneutralität vorankommt. Der zweite Bereich, das ist das Beispiel Überlingen, ist unter einem gegebenen regulatorischen Rahmen, aber mit einer staatlichen Förderung, ja, was in der Kombination gemeinsam geht. Und der dritte Typ von Projekten ist der, dass wir schauen, was eben unter derzeitigen Rahmenbedingungen ohne Förderung geht, aber insbesondere auch, was alles nicht geht. Und aus diesen drei Bereichen heraus können wir schön vergleichen, was notwendig ist, wenn die Politik Ziele erreichen will, dass wir dann sagen können, dann müsst ihr aber auch die und die regulatorische Maßnahmen so weiterzuentwickeln, dass künftig Klimaschutzziele auch im Wohnbereich erreicht werden können oder auch natürlich in anderen industriellen und kommunalen Nutzungen.